Du möchtest noch schnell in Form kommen und ein paar Kilos verlieren, möchtest aber keinen Jojo-Effekt haben, dann gebe ich dir heute drei Tipps, wie du nachhaltig dein Gewicht optimieren kannst und noch schnell etwas abnehmen kannst. Wenn du mehr über das Thema wissen willst, dann hör gerne in unseren Podcast rein. Den findest du auf allen einschlägigen Podcast-Portalen unter dem Namen Training leicht gemacht. Der erste Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist: Steigere deine Bewegung im Alltag. Du musst nicht extra viel Sport treiben, es reicht manchmal auch schon, die Bewegung im Alltag deutlich zu steigern. Ein Beispiel dafür wäre, du nimmst eher die Treppe als den Aufzug, du steigst eine S-Bahn-Station früher aus, du nimmst mehr das Fahrrad. Du läufst und gehst mehr, du bewegst dich mehr oder zum Beispiel sitzt du mal weniger und stehst auch dafür mehr. Das verbraucht auch schon mehr Kalorien. Das alles sind Tipps, die sind sehr, sehr wichtig, denn in unserem Alltag bewegen wir uns viel zu wenig und wir nutzen fast jede Gelegenheit, um gemütlich von A nach B zu kommen. In Frankfurt am Main ist es der Cityroller vielleicht, den ihr noch dann nehmt oder die S-Bahn und U-Bahn. Das könnt ihr vermeiden. Bewegt euch viel und geht viel zu Fuß. Denn Schritte machen wirklich sehr, sehr viel aus. Diese Bewegung nennt sich Non-Exercise Activity Thermogenesis. Und alles, was ihr also über diese Mehrbewegung verbrennt, sorgt dafür, dass ihr bei gleicher Ernährung natürlich ein Defizit in den Kalorien herstellen könnt und somit viel schneller abnehmt. Denn als Beispiel, nur 200 Kalorien pro Tag machen bei 7 Tagen schon 1400 Kalorien aus. Und in einem Monat sind das mal eben fast 6000 Kalorien, ohne dass ihr euch groß überwinden müsst oder groß etwas in eurem Alltag verändern müsst. Natürlich ist auch das Training wichtig. Wenn ihr also im Training etwas verändern wollt, weil ihr vielleicht auch schon regelmäßig trainiert und weil ihr schon viel im Fitnessstudio seid, dann achtet darauf, dass ihr eure Time under Tension erhöht. Das heißt, eure Zeit unter Belastung. Wenn ihr ins Training geht und ihr seid eine Stunde im Fitnessstudio, dann trainiert ihr ja nicht eine Stunde, sondern vielleicht effektiv 20 Minuten, weil die andere Zeit fürs Umziehen, für Pausen zwischendrin, vielleicht mal Wasser holen etc. drauf geht. Und ihr wollt ja wirklich effiziente Trainingszeit und davon so viel wie möglich. Dafür könnt ihr das HIIT-Training anwenden, High-Intensity-Interval-Training. Da macht ihr nur ganz, ganz kurze Pausen und geht dann in einen sehr, sehr intensiven Intervall auf einem Kardiogerät eurer Wahl. Versucht also eure Herzfrequenz da sehr nach oben zu bringen, über 80%, um dann wieder eine ganz, ganz kurze Pause zu machen und sofort wieder in den intensiven Intervall zu gehen. Wenn ihr mehr Krafttraining bevorzugt, könnt ihr auch Supersätze machen. Das heißt, ihr kombiniert zwei Geräte miteinander und anstatt zwischen den zwei Geräten Pause zu lassen, geht ihr direkt von einem zum nächsten Gerät und macht dort weiter. Das klappt sehr gut mit Agonist und Antagonist, also das heißt zum Beispiel mit der Brustmuskulatur und dem Gegenspieler der Rückenmuskulatur oder mit Bizeps und Gegenspieler dem Trizeps. Also immer diese Muskelgruppen miteinander kombinieren. Das sorgt dafür, dass ihr sehr, sehr effizient euer Training gestaltet und sehr, sehr wenig Pausenzeiten habt. Ebenfalls könnt ihr auch einen Pyramidensatz zum Ende eures Trainings machen. Das bedeutet, ihr trainiert mit einem bestimmten Gewicht und wenn ihr dann die Wiederholung geschafft habt, beispielsweise 12 Wiederholungen, dann steckt ihr nur das Gewicht um, macht also etwas weniger Gewicht und direkt legt ihr weiter los mit der Übung. Und das macht ihr 5, 6 Sätze lang und dann habt ihr ein sehr hohes Trainingsvolumen, aber sehr, sehr kurze Pausen. Und einen höheren Kalorienverbrauch, weil eure Herzfrequenz dauerhaft natürlich weiter oben ist. Ebenfalls wichtig dabei ist, dass ihr große Muskelgruppen bevorzugt trainiert vor kleinen Muskelgruppen, denn große Muskelgruppen verbrennen viel mehr Energie. Trainiert euren Po, trainiert euer Oberschenkel, trainiert euren Rücken. Das sind die Partien, die sehr, sehr viel Energie verbrauchen. Der Bizeps, der ist nicht so groß, da könnt ihr nicht so viel Energie loswerden. Deswegen Unterkörper und Rücken, das hilft euch. Der letzte Tipp ist, schlaft und regeneriert genug. Wenn ihr nicht genug schlaft und eurem Körper nicht genug Regeneration gebt, dann kann es passieren, dass ihr vermehrt Stresshormone ausschüttet, unter anderem auch viel Cortisol. Und das Stresshormon sorgt dafür, dass euer Fettabbau blockiert wird.
Ebenfalls sorgt der abgebrochene Regenerationsprozess, wenn ihr wenig schlaft oder eurem Körper wenig Ruhe gönnt, dafür, dass der Muskel sich nicht richtig aufbauen kann. Und das bedeutet, ihr verzehrt eure Muskeln quasi selbst und die Muskulatur nimmt eher ab, als dass sie zunimmt. Und das wäre natürlich schlecht. Deswegen achtet auf einen guten Schlaf, einen erholsamen Schlaf und achtet darauf, dass ihr die Regenerationszeit zwischen dem Training ausreichend lang und ausreichend effektiv gestaltet. Das ist ganz, ganz wichtig, damit ihr dann wieder voller Kraft ins nächste Training starten könnt und dort auch wieder 100% geben könnt. Regeneration gut gestalten heißt natürlich eine gesunde Ernährung, möglichst wenig Alkohol und wenig Rauchen zum Beispiel oder auch wenig Stress und vor allen Dingen gute Aminosäuren, die eurem Körper helfen, Reparaturprozesse anzustoßen. Und es ist ganz wichtig, dass ihr in der Regenerationszeit auch gut schlaft, denn im Schlaf passieren viele Reparaturprozesse. Es werden viele wichtige Hormone, auch Wachstumshormone produziert, ohne die ihr langfristig nicht gut euren Körper aufbauen könnt und damit auch weniger Kalorien verbrennt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal und kommentiert gerne unter das Video, was ihr als nächstes für Themen behandelt haben wollt. Wir freuen uns auf euer Feedback und bis dann. Ciao, ciao.